Er hat seine Texte geschrieben, sich tagelang vorbereitet und ist soweit. Sie haben geprobt und sind besonders nervös, weil sie in diesem Jahr zum ersten Mal einen eigenen Programmpunkt stellen. Er kennt den Programmablauf, hat seine Gästelisten kontrolliert und weiß, wann er wen anzukündigen hat. Er ist ebenfalls soweit. Tja, und der Karten... Also die Nummer 9, bitte. Danke, Peter. Auch der Kartenvorverkauf lief super. Alles ist also bereit. Also, um ehrlich zu sein, nicht alles. Denn was am Ende so aussieht, das sieht vorher so aus. Der Kultur- und Sportpark, ich würde sagen, wir lassen das jetzt mal schneller laufen, dann sieht man auch, was für ein Gewusel hier war. So, also der Kultur- und Sportpark war schon am Mittwoch vor der ersten Sitzung fest in der Hand des Vereins. Wer eine professionelle Sitzung feiern will, der braucht das entsprechende Ambiente. Jetzt lassen wir es wieder langsamer laufen. Dankeschön. 135 Quadratmeter Bühne, 50 Kilowatt LED und Dimmlicht an der Hallendecke, 32 Quadratmeter Bühnenhintergrund. Das alles will erst einmal aufgebaut werden. Und genau das tat die Germania Hößbach mit vereinten Kräften. Und wie immer zahlte es sich aus, dass man diesbezüglich einige Erfahrung hat. Alles war beschriftet. Jeder wusste genau, wo er anpacken sollte. Bühnenteile wurden geschoben, gehoben, eingepasst und befestigt, der Hintergrund millimetergenau aufgespannt. Während in der großen Halle die schweren Teile gewuchtet wurden, kümmerten sich andere schon um die Dekoration. Zur ersten Sitzung wird die Halle nicht mehr wiederzuerkennen sein, denn dann ist auch sie, genauso wie die Akteure der Germania, auf den Punkt fit.